moin moin und Mahlzeit. Also Leute, wir haben Gears of War Judgment durchgespielt. Wir machen eine Auswertung, allerdings heute mal ein bisschen anderen Stil. Wir sind uns nicht so ganz einig, was die Meinung betrifft. Wir haben zwar denselben Spielgeschmack, aber naja, ne, also... Da scheiden sich die Geister bei uns ein bisschen und das werden wir jetzt immer so machen. Immer wenn wir uns, wie ihr gerade sagt, nicht einer Meinung sind, machen wir zwar auch einen Wert aus, aber wir tauschen unsere Meinungen aus. Wir haben uns diesmal auch nicht abgesprochen. Wir wissen also nur, dass einige so denken, dann so denken, aber wir diskutieren das jetzt hier quasi genau aus für euch. So wird es auch weiterlaufen, wenn wir uns da halt nicht einer Meinung sind. Oh. Intro. War schon fertig. Ja. Intro. Lass laufen. Herzlich willkommen. Hallo! Ja, wir treffen uns jetzt, wir diskutieren das Ganze jetzt aus in ein Wertet aus, wie machen wir das eigentlich? Diskussion? Wertet out Diskussion? Nee. Einer fängt an und dann. Also fangen wir am besten jetzt einfach mal an. Kampagne. Wir sind uns auf jeden Fall nicht einig. Wir machen erstmal Kampagne. Jo. Ja. Spreche ich nochmal aus. Tja, also Kampagne, nichts was einfach Hocker reißt. Kennt man nicht anders vom Spiel. Kuchen. Muss ich leider dazu sagen. Die ganze Spielreihe war bis jetzt eben so. Also mich motiviert es nicht unbedingt nochmal zum nochmal spielen, höchstens auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Und naja, danach kann man es eigentlich auch dabei belassen, dass man es dann halt höchstens nochmal mit einem Kumpel zusammenspielt, weil der mal Hilfe braucht. Also, ich finde die Kampagne geil. Was findest du daran geil? Wir fangen nicht mal die Diskussion so richtig an. Wir nehmen auch seine Meinung. Spaß. Ich fand den ersten Teil okay, zweiten Teil okay, dritte Teil war auch okay. Das war jetzt aber keine von den dreien, war es eine Story, die mich jetzt wirklich weggeflasht hat. Und vier... Du hast von jedem Einzelnen... Von... Ja, aber ist doch Bullshit. Guck mal, die stehen davor, sind verknackt worden. Was hast denn du gemacht? Ja, ich hab das und das gemacht. Ja, ich mach das und das gemacht. Da kommt der Nächste. Dann erzählen die ihre Vision und dann erzählt der Nächste. Ja, aber das hängt alles zusammen. Das hat aber jedes Mal nur so einen Aria-Kampf. Du kommst da rein in so eine Arena, fetzt alles weg, fertig. Dann hast du diese kleine Mini-Mission, die man dann hat. Da musst du dann halt diesen roten... diese War-Kranz da aktivieren, dann hat man halt nur eine Extra-Mission. Oder ja, dann erzählen die, wie... Ja, aber da ist ja keine Abwechslung drin. Also ich finde da nicht ein Stück Abwechslung drin. Spaß. Und die dann auch selber, wenn du dann noch den Totenkopf aktivierst, dann sagen die auch noch dann, meine Fresse, es war richtig neblig gewesen. Und dann zocken die jetzt so, wie es bei denen war. Und die Geschichte war, du kannst natürlich auch sagen, nö, will ich nicht. Dann hast du aber diesen Nebel nicht. Dann hast du das nicht so, wie die es erlebt haben. Ich fand das ein bisschen einfallslos. Also mir macht es Spaß. Was sagst du? Ja, ich sag dir, dass es keinen Spaß macht. Ja, ist ja richtig. es ist ja auch nicht falsch, dass es dir Spaß macht. Mir hat es ja auch Spaß gemacht. Aber die Storyline an sich war voller Bullshit. Also ich persönlich mag ein Spiel auch lieber so, dass es fortwährend die ganze Zeit dann halt läuft und nicht, dass du nur ein bestimmtes Areal hast. Wenn dann alles tot ist, dann kannst du weiterlaufen. Also ist auch nicht unbedingt so meine Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, es ist zwar ganz gut, aber die Story ist jetzt halt nichts, wie gesagt, was mich jetzt halt so wirklich weggeflasht hat. Ich meine, ich kann dir nicht Meinung nachvollziehen. Es ist ganz nett aufgebaut, aber... Ja, wenn man auf so einem Billigschrott steht, dann... Na, also ich... Boah, nee. Also ich habe, wie gesagt, ich habe das Ding gespielt und... Eigentlich war es immer das Gleiche. Auch wenn die es mal anders erzählt haben. Ich kann es öfter spielen, ich werde mal Spaß haben. Wahrscheinlich hätten die auch 20 Leute hinschenken können. Was hast du gemacht? Ja, ich saß damals auf dem Klo. Oh, das war super neblig. Total neblig, aber ich habe es geschafft. Und dann einer mit der One-Shot. mitten beim Kacken erwischt. Und dann erlebst du seine Story. Ja, scheiße gelaufen. Ja, was machen wir jetzt? Also ich denke mal, dass wir da nicht auf den grünen Zweig kommen werden. Also, wie sagen wir, abschlusstechnisch zur Story. Also, Daniel und ich sind auf jeden Fall der Meinung, dass es 0815 gedünst ist. Das ist nichts Berauschendes. Danny sagt, das macht ihm Spaß. Das hat ja auch Spaß gemacht. Aber storyline-mäßig war das jetzt kein Bringer. Aber das Coole ist, ja, was denn? Dass du die ganzen Medaillen und den ganzen
Du kriegst alles, auch durch die Kampagne, nicht nur wenn du online zockst. Ja gut, das, hat das ja war vorher nicht so. Ja, das hat ja nun nichts mit der Storyline zu tun. Ja, ja doch, schon, gehört da dazu. Ja, aber es hat ja nichts mit der Story zu tun. Nee, ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, halt deine Fresse, wenn ich versuch's. So, machen wir das zweite Thema, Multiplayer. Jetzt machen wir nicht eine ganz heikle Sache. Multiplayer? Ja, fang an. Macht mir Spaß. Ich weiß, dass es gleich kommt. Nee, ich kacke. Obwohl es komisch ist, der Danny war einer, der ganz am Anfang, wo die Demo gespielt hat, der hat so rumgeheult. So ein Scheiß. Aber da sind ein paar Sachen, die nerven. Das mit das Ding-Granate. Dass die Leute, die schmeißen, das ist eine Heilungsgranate. Die schmeißen die vor ihre Füße oder die schmeißen die vor deine Füße und kommen dann zu dir angelaufen und machen die dann kaputt. Ich weiß, und du kriegst sie dann nicht kaputt. Das finde ich auch extrem scheiße, das stimmt. Das nervt zum Beispiel. Oder im Overrun-Modus das Geschütz. Das ist voll überpowered. Ja, aber ich glaube, das muss doch überpowered sein, weil diese die Zecke, die ist auch total super schnell gegen Zäune super stark und ist auch total super nervig. Wir haben das selber einmal gehabt, wir haben gegen unser Team gespielt, waren zu dritt und das gegnerische Team hatte, glaube ich, fünf Leute waren es, fünf Zecken genommen. Ehe wir überhaupt in der Hauptmission durch das Tor durch waren, waren die schon durch. Keine 10 Sekunden. Das war der Hammer. Schon platt. Das erste Ding war kaputt. Da sind die durch gewesen. Also ich finde, dafür hast du aber bei als Chor, hast du halt nicht die Möglichkeit, um dich zu verbessern. Du hast halt nur deinen Sanitäter, dann hast du den Soldaten, dann hast du den Sniper und den Mechaniker. Ja. Mehr hast du nicht und mehr kriegst du auch nicht. Ja. Du musst damit umkommen, was du hast. Und wenn du da nicht teammäßig spielst, kannst du knicken. Ja. Und als Locus musst du auch zwar viel Teamplay machen, aber du kannst auch mit Chaos gewinnen. Haben wir selber ab und zu gemacht, aber mit den Zecken durchlaufen oder ganz mit den Granaten werfen. Wo wir gleich zu den Granaten kommen. Sag du mal was. Tja. Multiplayer überhaupt. Ist ein bisschen merkwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie haben es also mittlerweile mit dem Multiplayer so gemacht, man kann fast jede Waffe als Startwaffe wählen. Ja. Bis auf die wirklich starken Sachen, so die Longshot und Digger. Boomshot, Digger und so weiter, das ist außen vor. Das findet man erst noch. Aber alles andere hat man halt als Hauptwaffe, kann man das wählen. Das Problem ist, man kriegt noch eine Zweitwaffe und da war's das. Früher war das so, du hast eine Pistole gehabt, du hast eine Schrotflinte gehabt und du hast ein Sturmgewehr gehabt. Oder eben halt ein Hammerburst oder irgendwas in der Richtung. Jetzt hast du da nur noch zwei Waffen. Das Problem, was ich dabei sehe, ist, du rennst mit einer Nasher los, ja, früher bist du damit losgelaufen, haha, zwei Schuss, hier, ne, schön zwei Magazine vorher losgelaufen, putz, einer tot, putz, zweiter tot, hast du irgendwann nachgeladen, ja, schön, hast dich einen Keks gefreut. So, jetzt rennst du los und hast 8 Schuss da drin. So, und wenn du es nicht schaffst, mit diesen 8 Schuss einen Typen zu köten, dann hast du das Problem, du hast nur noch die Pistole. Ja, aber du kannst ja währenddessen nur andere Leute killst, musst du ja nicht mehr separat, musst man ja die Munition nicht mehr einsammeln. Das heißt, wenn du nur rüberläufst, dann bist du die automatisch ein. Ja, aber ich habe gerade eben gesagt, wenn du mir zugehört hast, wenn du es nicht schaffst, mit diesen 8 Schuss einen zu killen, hast du keine Muni mehr. Aber gut, es liegt ja immer ein bisschen was rum an Schrott. Ja. Also ich habe bis jetzt noch keine Probleme gehabt, dass ich so oft Munitionsmangel hatte. Was ich gut finde, ist, dass lass uns doch erstmal bei den negativen Sachen bleiben. Also auf jeden Fall die Sting-Granate. Die ist das werdet ihr wahrscheinlich wieder negativ finden. Dass der Supernachlader weg ist. Ja, das ist scheiße. Und dazu noch gesagt, das, was in Teil 3 eingeführt haben, dass man Granaten tanken kann, ist weg. Außer der Story. Ja, das finde ich auch kacke. Aber Multiplayer-Modus, man kann. Das ist für mich irgendwo ein taktischer Faktor, der fehlt. Weil früher, wenn du mit Teil 3 losgelaufen bist und du hattest echt das Problem, du bist schon fast tot mit dem kompletten Team, dann sind andere Leute losgelaufen und haben sich gesagt, aha, hier, Granate angetankt, verschanzen. So, kannst du den Spiel nicht mehr machen. Ich muss dazu auch sagen, dass die Karten viel größer und offener geworden sind. Das ist dann auch in Sachen Taktik auch nicht ganz so toll. Finde ich auch scheiße, dass die so. Die sind so übermäßig groß geworden. Ja. Und vorher hast du 3-2 Wege nur gehabt. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel Jacinto oben gewesen bist, konntest du nur von rechts und von links. Ja, richtig. So, und jetzt kannst du aber auch von viel überall, von oben, unten. Du kannst ja mittlerweile auch überall rüberklettern und runterspringen. Ja, das kannst du auch. Man kriegt zwar einen leichten Damage dabei, aber man kann runterspringen. Ganz leicht. Damage-Schaden. 10 Meter, jumpt dann mit einer Rolle runter. Das Problem hatte ich mit mich. Ich stand dann da auf der einen Map, dann kommt der Typ da mit der Rolle runtergeschrotet und ich mir gedacht, na komm mal her. Schön die Nasher ausgepackt, der rollt da runter. Ich will gerade anlegen, pum. Da habe ich mich gefragt, wie hat denn das gemacht? Normalerweise, wenn du auf den Boden fällst, pum,
Stolpert er erstmal kurz eine Runde. Der ist nicht gestolpert. Nein, der hat mir gleich die Nasche in die Fresse gedrückt. Also ich persönlich muss ich sagen, dass ich, mir macht der Multiplayer schon Spaß. Auch. Aber ich muss dazu sagen, dass er irgendwie, der war schon vorher sehr arcade-lastig. Aber der hat noch einen Tucken draufgelegt. Also es ist schon ziemlich... Ich finde, die haben sich ein bisschen mehr Online-Multiplayer sich rangehalten. Ja, aber ich, nicht alle Sachen finde ich gut. Ja, schneller geworden, ja. Schneller bist du geworden. Die Sting-Granaten sind totaler Bullshit. Das ist scheiße. Aber sonst finde ich... Und dann zum Beispiel, jetzt ist ja das, leider nicht mehr da, das finde ich total geil. Jetzt ist ja dieser beschissene, drück mal ein bisschen, dass es ein bisschen heller wird. Jetzt ist ja dieser blöde DLC ist ja jetzt schon rausgekommen. Ja, gestern. Und ich habe jetzt eine Vermutung, weil es wurde ja herausgefunden, wenn du einen Versus-Modus startest, einen privaten Spiel startest und dann A und B gleichzeitig drückst, ich glaube, das haben wir schon mal weggepatcht gehabt, dann warst du automatisch in den Warzone-Modus drin. Mhm. Und die haben dann aber gesagt, die haben sie ja damals angesprochen, weiß gar nicht, wer die angesprochen hat darauf, die haben gesagt, na, das haben sie einfach nur drinnen gelassen, das ist auch kein DLC und bla 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 bla. Nur komischerweise, zwei Tage später, bupp, ist der erste DLC draußen mit Hinrichtung und neuen Karte. Warum sollte man denn gleich nach zwei Tagen später schon so ein DLC rausbringen? Also ich habe das Gefühl, das steckt da irgendwie damit dahinter, dass sie da sich da doch ertappt gefühlt haben, dass das der Scheiß schon wieder auf der CD drauf ist, weil... Ist eh kacke. Ich hasse das, wenn irgendwas auf der CD schon nichts drauf ist, du es eigentlich schon bezahlt hast und dann. Ne, genau. Ja. Na gut, also, muss ja dazu sagen, dass es ein Free-DLC ist, aber man kann ihn nur spielen, wenn man einen VIP-Pass hat. Ansonsten kannst du keine Execution spielen. Das ist total behindert. Also, du musst wirklich schon einen Pass haben, ansonsten kannst du den neuen Modus nicht spielen. Also das ist scheiße. Also, ist ja doch nicht free. Ja, im Grunde nicht, ne? Aber du kannst den Patch zwar runterladen, du kannst es irgendwie nicht spielen, das ist doch total bescheuert. Außerdem, wenn du den VIP-Pass hast, kriegst du ja automatisch doppelt EP. So, habe ich nachgelesen, haben sie extra auf der Internetseite gehabt. Wenn du jetzt den VIP-Pass hast und du spielst jetzt den Hinrichtungsmodus, dann kriegst du als VIP-Member dreimal so viel EP wie die anderen Leute. Aber die normalen kriegen nur zwei. Aber wenn die normalen gar nicht spielen können, dann frage ich mich, wie geht denn das? Ich meine, du kannst jetzt zwar VIP-Tickets kaufen für bestimmte Spiele, aber ich weiß nicht, ob du dann diesen Modus spielen kannst. Ist total behämmert. Ich glaube, das habe ich gestern gesehen, 200 Spiele kosten 800 Punkte oder so. Ja. Da brauche ich mir doch gleich den DLC-Pass. Okay. Oder beziehungsweise den VIP-Pass. Der kostet 1600 Punkte. Und dann kann ich das Ding für immer benutzen.